Report Mainz fragt Gustl Mollert. Mehr als 7 Jahre saß er zu Unrecht in der Psychiatrie. Sein Fall hat eine breite Debatte über die Justiz und den Maßregelvollzug angestoßen. Herr Mollert, macht es Sie stolz, dass Ihr Fall zu einer Reform des Maßregelvollzugs führt? Es macht mir eigentlich mehr betroffen, dass ich da in einem Zusammenhang dann gesehen war. Wobei das gar nicht das Wichtigste ist. Es haben ja mal Leute im Land geprägt, wichtig ist, was hinten rauskommt. Und das sehe ich noch lange nicht, dass dadurch ein positives forensisches Psychiatriesystem sich ergeben wird und ergeben muss. Wovon leben Sie heute? Ich habe das große Glück, dass ich da gute Freunde habe, die mir da bisher noch weiterhelfen. Und jetzt will ich sehen, dass ich da wirklich auf eigene Füße komme und das alles wieder richtig stellen kann. Alles hat auch sein Gutes. Gilt das auch für Ihren Fall? Ich habe ja ganz viele äußerst liebe und aufrichtige und einsatzfreudige Menschen kennengelernt. Alle, die sich engagiert haben, egal ob jetzt viel und weniger, die waren nötig, um gegen so ein System angehen zu können. Und da bin ich unglaublich dankbar, natürlich auch besonders denen, die sich da ganz herausragend engagiert haben. Ohne die wäre ich jetzt nicht hier. Es würde mich niemand letztendlich öffentlich kennen, wobei ich da gar keinen Wert drauf lege. Aber die Öffentlichkeit war leider wichtig, um überhaupt rauszukommen. Wie wichtig waren für Sie die Recherchen von Report Mainz? Report Mainz war nachweisbar die große Initialzündung, um eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen. Und das war ein ganz wichtiger Punkt. Hätte man diese große Zündung nicht gehabt, dann wäre vielleicht alles mit einer relativ großen Wahrscheinlichkeit versiegt. Und man muss immer wieder daran erinnern, einen investigativen Journalismus muss man auch erlauben und muss man auch erdulden in einer Demokratie. Und den braucht man, genauso wie man eine gute Opposition braucht. Eigentlich fast wichtiger als eine Regierung. Wo sehen Sie sich in der Zukunft? Da bin ich noch sehr am Zweifeln, weil wie gesagt, also bei diesen vielen Jahren, was ich da erlebt habe, ja, da ist, glaube ich, vollkommen verständlich, wenn man sich da unsicher ist, was ist jetzt da der richtige Weg. Man überlegt sich, wo ist der richtige Standort, ne, wo man dann die Jahre, die man vielleicht noch zur Verfügung hat, in Ruhe und in wirklicher Freiheit auch leben kann, verlässlich. Und da stelle ich mir schon berechtigte Fragen, ob da die Standortwahl Deutschland die richtige wäre. Thank you.